So. Aber ich möchte halt eine schöne Brücke bauen. Ich möchte jetzt nicht einfach so was hinklatschen. So, ist dieser doofe Typi jetzt endlich verschwunden? Immer noch nicht. Komm mal runter hier zu mir. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Den ich gegessen habe. Der traut sich halt auch nicht her. Der hat Angst. Und hier bin ich gestorben. Egal. Rache ist süß. Okay, Seed Bricks. Da waren wir stehen geblieben. Wir brauchen auch noch die ganzen komischen Dinger hier, die Tische und alles. Also von dem her, wir müssen jetzt wirklich mal konstruktiv an Tinkers arbeiten. Das heißt, wir machen uns jetzt mal die ganzen Tische. Und dann sehen wir weiter. So. Die Bäume, die sind schon wichtig, die lassen wir immer so stehen. Todesinfo können wir eigentlich irgendwo ins Feuer werfen. Müssen wir gerade hier gucken. Der hier war das, glaube ich. Oh. Tschüss, verbrennen. Okay, Tinker's Construct. Wie ging das nochmal? Wir brauchen Sticks. Wir brauchen das hier. Na jawohl. Dann brauchen wir ein Crafting Table mit dem hier. Das ist eine Tool Station. Pflanze ich denn die jetzt erstmal hin? Hier. Das ist das. Dann brauchen wir noch irgendwie, ich glaube, sowas. Bilder. Genau. So. Und dann brauchen wir noch ein paar Bilder. Da macht man, glaube ich, so. Ja, okay, damit müssen wir uns nochmal beschäftigen. Tool. Nee, Table ist, glaube ich, besser. Table. So. Stencil Table gibt es auch noch. Ah ja. Hier, das war das hier. Okay. Dann Casting Table brauchen wir auf jeden Fall. Starten wir heute mal durch mit Tinkers. Ich denke, wir müssten eigentlich genug Crowd haben, dass das hinhaut. So, dann hauen wir hier noch ein Stack Sand rein.
Allerdings sollte man den schon irgendwo platzieren, wo er dann auch schlussendlich stehen soll. Bin ich der Meinung. Bin ich der Meinung, ne? Und dafür haben wir eigentlich noch nichts, wo wir so bauen können. Machen wir hier gerade ein bisschen Platz. Weil, ihr kennt mich, ich würde gern immer so bauen, dass ich da, wo ich baue, also ich baue nochmal da, wo es schlussendlich stehen soll. Ich möchte es nicht 10-mal umplatzieren. So, haben wir hier einfach ein bisschen Platz und dann können wir den da hinpflanzen. Kohle. Ja, schon wieder Regen, Schnee. So, und ich möchte natürlich auch einen ordentlichen Ofen haben. Nicht so ein kleines Ding. Ich meine, zu Beginn müssen wir noch klein bauen. Aber der wird dann groß. Oh, hat man hier nicht noch irgendwo noch so ein... Genau, ja. Ein paar Fackelchen. In diesem Schnee. Der macht mich total neben die Spur. Ich gehe auch gleich schlafen, damit der aufhört. Ich möchte nur endlich kurz das hier beenden, damit wir heute was erreichen. Könnte man dann theoretisch so ein Slab-Dach rausziehen da oben? Von hier so raus. Oh, das wäre so eine Idee. Kann man gerade hier so ein paar Dinger schon machen. So, was wollte ich noch? Ah ja, okay. Schlafen. Schlafen, damit es mit dem Schnee aufhört. Dann platziere ich gleich die Tische hier nochmal um. Die müssen ja auch alle zum Tisch. Zum Ofen. So. Gut, was brauche ich denn noch? Erstmal. Das nehme ich mal noch mit. Oh oh, da ist der Enderman, da ist der Enderman. Den holen wir uns, den holen wir uns. Der kann ja nämlich nicht runter. Kann ich ihn ganz gemütlich, kann ich ihn killen. Nice one. So. Ich pflanze den mal direkt in die Ecke. Ich meine, am Anfang brauchen wir nicht so viele Ausgänge und so Zeug. Das kann später nochmal erweitert werden. So, ich wollte aber größer bauen. Aber ich brauche eine ungerade Anzahl, glaube ich, gell?
wirklich nochmal eine Spitzhacke machen. Nee, nee. Crafting Table habe ich schon vercraftet. Aber wir haben schon einiges geschafft. Wir haben genügend Nahrung in der näheren Umgebung. Wir haben eine Schweinezucht. Ist auch nicht zu verachten. Ich hoffe mal, dass ich das richtig mache. Ich habe noch nicht so oft so einen Tinker's Tank gebaut. Aber ich denke, es müsste dann passen. So, warte mal. Ich brauche so einen komischen Controller. Und hier ein Crafting Table. So, warte mal. Set Furnace Controller, also ein Ofen. Umrandet mit den Dings da, Seared Bricks. Brauche ich noch einen Tank? Save for Decoration. Ah, man kann den auch. Okay, Glas. Okay. Was ich brauche, sind diese Faucet. Oder wie das heißt. Diese Teile hier. Dann brauche ich einen Drain, glaube ich. Smeltery Drain. Fluid in and output for the smeltery. Genau. So, dann kommt das hier da rein. Das Vorwurf kommt da dran. Kommt dann noch einer dran. Dann kommt hier der Tisch. Das passt schon mal. Dann kommt hier das daran. Und zu. So, und dann hätte ich hier gerne eben diese Fenster noch. So, wie gehen die jetzt? So, das hier. Okay. Kommt eins raus. Drei brauche ich. So. Irgendwas fehlt. Oder ist es falsch? Irgendwas fehlt, glaube ich. Ah, Seal Tank. Der fehlt auch noch. Stimmt. So, warte mal, dann machen wir doch den Controller. Kann ich den da dran machen? Ich hoffe mal.
So, dann hatte ich gesagt, das Glas hier. Das soll schon so sein, dass ich da einfach reingucken kann. Tank. Warte mal, was war das? Smeltery Controller. Ich glaube, den brauche ich. Ich glaube, den brauche ich. Nicht den anderen. Okay, gucken wir gleich. Bam, bam, bam. Den Tank brauchen wir noch. Hier haben wir noch ein paar Seed Bricks. Okay, dann können wir noch mal zwei Tanks bauen. Gut. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Und dann müsste der... Aber was ist dieser Balken da oben? Den kenne ich gar nicht. Das hätte ich noch gerne. So, da haben wir jetzt genügend Platz. So, dann holen wir jetzt mal ein bisschen. Lava. Wir standen hier richtig durch mit Tinker. So, und die Lava war so böse, die nehmen wir als erstes. Und wenn ich die jetzt da oben reinmache. Ist da was drin? Schee. Gut, also. Brauchen wir die Dinger hier. Erst brauchen wir den Part Builder. Der muss eigentlich... Meinen Stencil Table, den brauchen wir... Wir brauchen das ganze Zeug ja erst mal nur... Um... Moment. Was wollen wir haben? Eigentlich hätte ich gern den anderen. Forge. Tool Forge. Eigentlich hätte ich den hier gerne. Fit Bricks. Electrical Steel Block. Willst du mich veralbern? Dann halt doch nicht. Tool Rod. Pattern Chest. Wir gehen die nochmal. Ich würde jetzt sagen, so. Chest. Lol, die sieht ja nice aus.